Ich mache ja nicht nur was mit Holz, sondern ab und zu schraube ich auch mal hier an meinem Moped rum. Dafür brauche ich aber auch mal ein paar Schrauben. Das hat aber keinen Sinn für mich, die nach Größe hier in dem Regal zu haben. Ich brauche eher so eine Wühlkiste. Ich habe hier so eine alte Kiste und auf dem Sofa. Und dann, was fehlt? Ein Sofatisch. Deswegen habe ich gedacht, mache ich hier meinen Couchtisch draus und gleichzeitig meine Wühlkiste. Die kommt einmal auf Rollen und dann wollte ich hier innen drin ein Innenleben machen. Ich sag mal mit zwei Etagen. Unten kommen die Schrauben rein und oben wollte ich so kleine Schiebedinger hin und her machen, wo ich dann die Mutter- und Unterlegscheiben reinmachen kann. Und hier oben drauf kommt natürlich noch eine Platte, wo ich dann nachher mein Bier draufstellen kann. Ist ja ein Sofatisch. Ja, jetzt schrauben wir erstmal den Vergaser wieder fest und dann legen wir los mit der Kiste. So, als allererstes werde ich jetzt hier mal ein bisschen sauber machen mit Wasser und Seife. One hour later. Ja, ich habe jetzt hier eine gefühlte Stunde, glaube ich, dran rumgeschrubbt. Sieht aus wie neu, würde ich sagen. Nee, wunderbar ist es so, weil hier hat die noch so ihre Flecken, das finde ich ganz gut. Hier drin habe ich mal ein bisschen was probiert mit Lackreiniger. Das sieht mir dann zu neu aus. Also wer es neu haben will, der kann das mit Lackreiniger, funktioniert. Ich werde jetzt hier noch so eine Art Autopolitur, habe ich glaube ich noch, damit das ein bisschen mehr glänzt. Sie glänzt zwar schon, ne? Glaube ich, sieht man ganz gut. Aber die kann noch ein bisschen mehr. Das mache ich jetzt. So, polieren, das hat was gebracht. Glänzt ganz schön, ne? Und jetzt wollen wir mal das Innenleben. Eigentlich wollte ich das im durchgefärbten schwarzen MDF haben, aber der Händler hatte das nur in 19 mm, das war mir dann zu dick hierfür. Dann dachte ich, ich mache das aus Multiplex, aber das war mir viel zu teuer. Deswegen nehme ich jetzt hier ganz normales MDF und streiche das nachher. Ja. Und das schneide ich mir jetzt hier zu. Ja, nicht wundern, der Fliesenleger war da und hat mir da die Fliesen neu gemacht. Jetzt aber zurück zu meiner Kiste. Eigentlich wollte ich das hier mit Lamellus machen, aber dann habe ich gedacht, nee, wird ja nur eine Kiste in der Kiste, das brauchen wir nicht. Ich werde das Ganze tackern. Dann habe ich natürlich noch das Zweite. Ich kann ja jetzt auf Gehrung schneiden. Ich mache das hier aber stumpf, weil ich habe nämlich noch keinen Rahmenspanner. Ja, mittlerweile ist ja Herbst und da ist es ganz schön kühl geworden hier in der Werkstatt. Deswegen gibt es heute Tee bei mir. Ja, der Akin, der hat gesagt, ich soll das nicht mit Lamellus machen, sondern ich soll das schießen. Also wenn das nachher nicht klappt, dann ist es der Akin schuld, ne? Akin Woodworker, Instagram, ne? Das platzt auf. Okay, hier ist es aufgeplatzt. Das heißt, ich mache das dann doch mit Lamellus. Geht genauso schnell. Ja, dann verleime ich den hier schon mal und dann fräse ich die anderen. Getrocknet ist, habe ich hier das zu Ende gemacht und zwar habe ich das hier versiegelt und beigeputzt und gestrichen und ich habe die Fugen habe ich ein bisschen dreckig gemacht, das finde ich so schöner, das war mir zu neu hier unten in der Werkstatt. Ja, hier habe ich den alten Fernseher aus der Mietwohnung aufgehangen, den hatten wir jetzt noch übrig. An dem Rahmen muss ich noch was machen, der glänzt mir zu sehr, aber wenn ich mich mal versäge, damit ich mich nicht so aufrege, habe ich gedacht, kann ich hier wunderbar Katzenvideos gucken, das beruhigt mich dann.
Fußball geht natürlich auch. Ja, die Außenrahmen, die sind jetzt fertig und jetzt werde ich hier das Ganze auf den Boden draufleimen. Der Leim ist jetzt hier inzwischen trocken. Ich habe mir das hier angezeichnet, weil ich möchte hier nämlich noch so Bohrungen machen, um die mit meinen Fingern so rausheben zu können. Das ist mir aber nachher eingefallen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das nämlich an der Ständerbohrmaschine machen können. Ich kann ja so gut gerade bohren, ne? Aber ich kriege das auch so hin. So, ich habe hier mal so Schleifdinger geschenkt bekommen, keine Ahnung wie die heißen, aber für so Rundungen zu schleifen sind die super. Damit die Kiste besser in die Metallbox passt, mache ich hier an den aufrechten Seiten jeweils eine kleine Rundung dran. Weitermachen, gucke ich erstmal, ob die überhaupt hier reinpasst. Passt. Aber gerade so. Kann jetzt hier in Ruhe trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also normalerweise habe ich ja lieber eine Handfräse mit einem runden Kopf. Die ist eckig, aber die ist zum Einspannen ist die super so. Ja, ich muss jetzt noch den Deckel für die Metallkiste machen. Dafür habe ich hier so ein Stück Eiche besorgt. Und vorher muss ich das einmal hier in der Mitte durchschneiden und dann verleimen. Erstmal das Bild an, dass das optisch schön ist. Und ich glaube, ich möchte das so haben. Und jetzt muss ich gucken wegen den Jahresringen, dass ich die einmal nach oben und einmal nach unten im Wechsel immer verleime. Verleimt. Ich werde die jetzt gleich noch auf Maß zuschneiden. In die Mitte mache ich noch ein Loch rein, damit ich da so mit dem Finger die so rausheben kann, weil die soll nachher in der Metallkiste so drin liegen. Dann mache ich nämlich da noch so eine Falze außen drum. Mm-hmm.
Ich habe mir hier diese Rollen besorgt und die halten 160 Kilo. So. Ist doch prima. Jetzt habe ich hier alle Maschinenschrauben und Unterlegscheiben und meine Muttern untergebracht. Und dann habe ich hier einen Deckel, den habe ich hier gefälzt, den kann ich hier drauflegen und dann rutscht er nicht hin und her. Außerdem habe ich einen super Hocker. Und natürlich einen Couchtisch. Ja, ich trinke mir jetzt hier mal Bier. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du mich noch nicht abonniert hast, da unten ist der Abo-Button. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Prost! Jetzt schreibt. Das tust du raus.